Breaking News aus der Schlagerwelt. Peter Klein sagt Auftritt ab, mehr als nur eine Erkältung? Hallo liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, hier ist euer Schlager-Insider mit den neuesten Infos rund um Peter Klein und sein aufregendes Wochenende. Wisst ihr, was da wirklich los war? Lasst uns das Ganze mal genauer unter die Lupe nehmen. Wir kennen Peter Klein als aufstrebenden Sänger, der ganz groß rauskommen möchte. Aber halt, da gibt's mehr. Vor kurzem hat er ein Musikvideo gedreht, und zwar mit niemand Geringerem als seiner vermeintlichen Affäre Yvonne Wuelke. Hui, da fliegen aber die Funken. Und dann sollte er am Wochenende beim Sandstädter Sommerfest die Bühne rocken. Doch Überraschung, Überraschung, kurz vorher wurde der Auftritt abgesagt. Warum nur? Tja, die Gesundheit hatte etwas dagegen. Die letzten Tage waren echt hart für mich, gestand Peter auf Instagram. Stimme weg, Kopf brummend, der arme Kerl lag flach. Aber, Moment mal. Da war noch etwas im Busch. Die Klatschblätter sprechen von schweren Vorwürfen, die über Peter hereinbrechen. Einige Leute beschwerten sich nämlich beim Veranstalter, behaupteten, er sei ein AfD-Anhänger mit ausländerfeindlichen Ansichten. Und da soll noch was mit der Rockerszene sein? Heftige Anschuldigungen, oder? Doch halt, da haben wir die andere Seite der Medaille. Peters Management meldete sich zu Wort und sagte, nichts da. Diese Vorwürfe sind völlig aus der Luft gegriffen. Da war auch noch dieser Auftritt, den er mit Freude erwartet hatte, ohne Gage übrigens. Dann wurde er auch noch krank, Pech gehabt. Gemeinsam mit dem Veranstalter wurde beschlossen, den Auftritt zu canceln. Aber was sagt Peter dazu? Ganz klare Worte von ihm, diese Anschuldigungen sind total unbegründet. Rechte Szene? No way. Ausländer und Flüchtlinge? Seine Herzensthemen? Er ist da nicht im Boot, das will er klarstellen. Alte Facebook-Posts? Abgehakt und gelöscht. Schlussendlich bleibt eins festzuhalten, Peter Klein lässt sich nicht unterkriegen. Er möchte seinen Traum vom Schlagerstar-Leben leben und zieht weiterhin sein Ding durch. Lasst uns gespannt bleiben, was die Zukunft für ihn bereithält. Das war's von eurem Schlager-Insider. Bleibt dran für mehr spannende Geschichten aus der Musikwelt. Bis zum nächsten Mal, und vergesst nicht, den Daumen nach oben zu drücken und zu abonnieren.